Crazy ist der Name eines Slalom-Tricks beim Rollerblading. Er sieht schon sehr speziell im Ablauf aus, eben crazy. Crazy war auch unser Treffen. Eine kleine Community von Freeskatern aus Facebook, die sich bis dahin nicht persönlich kannte, traf sich in Frankfurt. Mit Ziel, die lokalen Skateparks zu besuchen, durch die Stadt zu skaten, einfach Spaß zu haben und sich mal in der realen Welt zu treffen. Um es vorwegzunehmen, es war ein fantastischer Tag, ein Highlight für jeden. Wir hatten so viel Freude an den Locations, am gemeinsamen Fahren, an unserem Erfahrungsaustausch. Denn, wie sich schnell herausstellte, teilen wir eine gemeinsame Leidenschaft. Kennen die gleichen Videos unserer Vorbilder, haben die gleichen Ängste beim Üben, aber auch das gleiche, zufriedene Grinsen im Gesicht, wenn der Move nach dem x-ten, vielleicht auch schmerzhaften Versuch endlich funktioniert. Der Tag war eine große Inspiration für jeden von uns, mit neuen Ideen, Anregungen und noch mehr Motivation, seine Komfortzone zu vergrößern und sein Können weiter zu verbessern. Und dieser Austausch und das gemeinsame Fahren machten diesen Tag so besonders, so harmonisch, so crazy. Bitte? Was finden Sie? Alles. YouTube? Nee. Boah. Das ist Google-Bilder. Geil. Nee. Boah, du liebe Zeit, ist das tief. Da fahrt ihr rein, Jungs. Seid ihr gut drauf. Leckt mich ja mal. Der Skatepark ist einer der größten in Deutschland. Tolle, organische Formen und jede Menge Herausforderungen. Leider war der Park so überlaufen, dass es echt stressig war, sich darin zu bewegen. Wir haben uns dann wieder auf den Weg gemacht zur Friedensbrücke, wo es etwas ruhiger zugeht.
Sehr schön. Sehr schön. Nicht nur der verbale Austausch war genial, nein, wir haben auch die Skater getauscht. Crazy, oder? So konnten wir mal andere Frames oder Rollen testen und einfach weiter fachsimpeln. Ja, was ist das? Ist das ein Integrator-Line? Ich sind mal genau, das ist ein Witz, okay. Der Line ist also... Der Liner ist auch schon drin. Oh. Der Schuh hat etwas bessere Schnallen als der FR3, den jetzt ist. Und ich sehe den Metallplatten mit dem Loch draußen ist als Abschlag. Insofern, entweder es kommt neuer FR, sodass der alte Dünn war, den werden wir auch noch ein bisschen machen. Und der alte kommt dann auch im Gebrauchsteil auf den Markt. Ja, genau. Zwei, halt ein bisschen, genau. Anders genau. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen und jetzt ist es Das ist übrigens der crazy Trick. Selbst nach mehrfachem Erklären wollte der Kopf es einfach nicht verstehen. Inverted Mode. Sieht einfach nur geil aus. Ich verstehe nicht, was du da Der Abend nahte, aber niemand wollte so richtig nach Hause. Alle waren noch voller Adrenalin. Und wir drei haben nochmal entschlossen, durch die Stadt zu fahren. Bevor wir unser wohlverdientes, kühles Bier am Mainufer zu uns nehmen. Hin geht's durch. Ich mache das letzte Foto von uns allen. Cheers. Okay. Cheers. Ich habe genug Bier. Möchte jemand ein Bier? Gerade noch nicht. Hm. Gerade noch Bier. Nicht mehr. Also gern noch irgendwo einkehren, aber. Sehr schön.
War wirklich sehr schön mit euch. Ja. Hat Spaß. Sehr nett. Ja.